Hilfe für die Ukraine. Im Familienzentrum Grünheide auf dem Löcknitz-Campus werden gerade Sachspenden für einen Transport zur Versorgung von Binnengeflüchteten und Verwundeten in die ukrainische Gemeinde Gribochitska gesammelt. Lucia Mark hat die Aktion zusammen mit einer ukrainischen Bekannten organisiert. Die brauchen vor allem Unterlagen zum Schlafen, wie Isomatratzen oder andere Sachen, worauf man schlafen kann. Decken, Schlafsäcke, dann warme Unterbekleidung, sowas wie Thermowäsche für Männer und bei Pflegebedürftigen natürlich auch sowas wie Inkontinenzeinlagen, Rollatoren, wer noch was übrig haben sollte. Auch Windeln ab Größe 3 werden noch gebraucht. Haltbare Lebensmittel sind ebenfalls dringend benötigt. Bis zum 28. Februar können die Sachen im Familienzentrum abgegeben werden.